Monika Susulova, die war gestern eigentlich stinksauer nach dem Lauf, wurde nämlich fälschlicherweise abgewunken. Dann hat es lange Diskussionen gegeben, ob noch einmal rauffahren oder nicht. Und sie hat dann gesagt, ihr könnt mich vergessen, ich fahre gar nicht mehr. Wurde dann als ausgeschieden gewertet. Heute aber geht es in ihrer Paradedisziplin um einen echten Spitzenplatz. Ja, ich glaube, so wie gestern oder heute ist sie natürlich auch sehr gut in Form. Slalom ist ihre Hauptdisziplin, aber kurz noch zu gestern. Abwinken kann natürlich passieren, wenn einer irgendwo drin liegt. Aber wenn du die Chance kriegst, da noch einmal zu fahren, musst du sie natürlich nutzen. Ja, und hat aber auch schon 2 Zehntel jetzt im Mittelteil verloren. Nur noch 800stel für den Schlussteil. Die Slowakin, die schon einmal auf dem Podest war in dieser Saison. Sehr schwierig hier, diese letzte Welle da. Letzte Kuppe, 54, 56, jawohl. Toller Schlussteil von Veronika Susulova. Geht in Führung, 35 Hundertstel Vorsprung auf Maria Höfl-Risch. Ja, vor allem im Ohren, teilweise eine gute Vor-